Yine Allah'ın adıyla başlıyorum çünkü her şey Allah ile başladı. Allah'ın yaratmasıyla başladı. O yüzden Allah'a saygımızdan, sevgimizden onun adıyla başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Wir möchten beginnen in Gottes Namen. Denn am Anfang war sein Wort, alles hat mit Gott begonnen. Wird auch mit ihm enden. Und so möchten wir auch hier in Gottes Namen seinen Gedenken beginnen. Burada olmaktan, bulunmaktan öncelikle mutlu olduğumuzu dile getirmek isterim. Wir möchten unsere Freude zum Ausdruck bringen, hier sein zu dürfen. Başta sevgili prensimiz Edward von Arnold, sevgili Fürstümüz, o da prens olarak geçiyor Türkçe'de. Alexander von Bismarck ve Karl Heinz. Şövalyemize de çok çok teşekkür ederim. Onun büyük emeği var burada. Onu gördük, duyduk ve hissediyoruz, yaşıyoruz. O olmasa belki burada bu organizasyon olmayacak diye. Fakat tabii ki bir baş olacak, bir akıl olacak, bir el kol olacak. Bunlar birbirini tamamlayacak. Eurer Hoheit, wir danken für das Laub, wir danken für den Ritter. Und was wir hier sehen, ist ein Beispiel davon, wie ein funktionierender Körper aussieht, der Großes bewirken kann. Es gibt einen Kopf, einen Oberhaupt, es gibt einen Körper, und es gibt auch den Verstand, der das umsetzt. Und all das, von all dem wurden wir Zeuge. Bizler burada niçin bulunuyoruz, onu çok kısa bir özetlemek istiyorum. Çünkü aynı değerleri paylaşıyoruz. Aynı hakikati ve gerçeğin peşindeyiz. Und warum sind wir hier? Und es lässt sich zusammenfassen, wir sind hier, weil wir die gleichen Werte teilen und die gleichen Ziele, das gleiche Ziel verfolgen. Orada bir yazı var, benim göğsümde, madalyada. Burada bu yazı benim için çok etkili olan bir yazıydı. Benim ömür boyu hayatım içerisinde devamlı söylediğim, her hutbede, her söze başlamada herkese anlattığım, izah ettiğim bir sözdür bu. Ve aynı sözü göğsümüzde taşıyoruz. Prensimiz burada sancak olarak koymuş. Etwas ist hier sehr prominent, die Inschrift auf dem Wappen. Fürchte Gott und verfolge seine Befehle. Das ist ein Motto, eine Devise, von der wir jeden Freitag predigen, bei unseren Andachten. Es ist eine Devise, nachdem ich mein ganzes Leben gerichtet habe, es mir am Herzen trage. Und umso ganz besonders ist es, dass diese Devise hier nicht nur auf dem Herzen, sondern auf dem Wappen für alle ersichtlich steht. Biz biliyoruz ki kim bu? Bu aynı zamanda bizim Kur'an'ımızda, hadisimizde geçen ayettir, hadistir o söz. Und es ist besonders, dass der Wortlaut genauso wie es hier zum Ausdruck kommt, gleichermaßen wiederzufinden ist im Heiligen Koran und auch in der Überlieferung des Propheten Mohammeds in der gleichen Wortwahl. Bu bütün dinlerde aslında en büyük gerçektir. Allah'tan korkmak ve Allah'a itaat etmek. Das ist die Grundwahrheit der Religion, seinem mächtigen Herrn, ihm zu gehorchen, seinen Befehl zu befolgen. Ve kim ki onun sırrına erer, hikmetine erer, hedefine ulaşır. Und wer das Weisheit darin erkennt, ist auf dem Weg, dieses Ziel zu erreichen. Bu yüzden o söz bizi bir araya getirmiştir diye inanıyorum. Çünkü aynı değerlerin, aynı hakikatin peşindeyiz. Aynı ırktan da olsak inanıyoruz ki geriye videoyu sardığımızda Adem Aleyhisselam ile Havva Anamızda buluşup kardeş oluyoruz. Aynı aileye ait oluyoruz. Und es ist die Kraft dieser Worte, so glauben wir, die uns hier zusammengeführt hat, ist unsere Gottesfurcht, unser Wille, seinen Befehl zu befolgen, der uns hier zusammengeführt hat, zusammengeeint hat und uns die gleichen Werte teilen lässt. Und so erleben wir, wie wir die Familie Adams wieder aufleben dürfen, wenn wir den Stammbaum zurückverfolgen, sehen wir, dass wir alle Kinder Adams sind. Und es ist schön, dass wir an diesem großen Familientisch zusammensitzen dürfen. Sözümü bitirmeden önce şuna değinmek istiyorum. Devamlı böyle buluşmak, oturup bir araya gelmek çok güzel, çok hoş. Her zaman yapabiliriz. Ama bu buluşmadan bir fayda, bir eser ortaya çıkmadıkça vakit kaybederiz. Und so schätzen wir diese Zusammenkunft als nützlich und sinnvoll, denn es ist wichtig zusammenzukommen und was danach folgen muss, sind natürlich die Taten. Aus der guten Zusammenkunft, aus den Worten müssen Taten folgen, damit der Segen weitergetragen werden kann. O yüzden biz yine tabii ki inandığımız dilde konuşuyoruz. Peygamber Efendimiz'in sağlası olsun bir hadis-i şerifi vardır. İki kişi bir araya gelse orada, o toplantıda bir eser, bir hayır ortaya çıkmadıkça o toplantı boşuna olur. Und so sind wir mit der Absicht gekommen, einen Segen beizutragen, einen Segen hervorzubringen, nach Worten, nach der Zusammenkunft, aber auch mit Taten.
Denn selbst wenn zwei Menschen zusammenkommen, sagt unser Gegenüber Prophet mit ihm, sollten diese zwei Menschen auf dieser Zusammenkunft etwas Nützliches, einen Segen und einen Nutzen hervorbringen. Ve ben inanıyorum ki bu toplantıdan çok büyük bir hayır ve onu takip eden eserler ortaya çıkacak. Und hier in uns sind so viele Menschen zusammengekommen und wir hoffen und glauben fest daran, dass so viele schöne, gute und sinnvolle und segensreiche Dinge hieraus erwachsen werden. Bu bir tanışma faslıydı. Bundan sonra hareket etme faslı olacak diye ümit ediyorum. Und ich schließe die Worte mit, was dein Kennenlernen und jetzt, was jetzt folgen, sind die Taten. Ve prenslerimize teşekkür ederim.